Hallo, ich begrüße dich auf meinem Kanal, wo auch immer du mich gerade hörst. Ich wollte eigentlich erst am Sonntag die Vollmondlegung machen, also das Auswahlorakel. Und dann kam es natürlich wieder anders, so wie das immer so ist. Es kommt also noch einmal eine Legung für euch und auch für mich. Ich weiß nicht, wie es euch gerade geht oder wie es dir gerade geht, wenn du bei mir auf dem Kanal gelandet bist und mir zuhörst. Aber meine Stunden waren heute sehr, sehr sensibilisiert, sehr empfindsam, sehr. Ich habe mich sehr um mein Herz gekümmert. Ich habe eine schöne Übung für das Herzchakra gemacht. Vielleicht zeige ich die euch heute noch, wenn es sich ergibt. Ich wollte wissen, was da gerade ist, gerade weil ja die Legungen in dieser Woche so schön gewesen sind und ich da ja total darin vertraue. An dieser Stelle möchte ich euch auch wirklich danken für eure Rückmeldungen und dass ihr euch habt berühren lassen. Also ich fand es alles sehr kraftvoll diese Woche. Und ihr seht, mein Blick schweift schon ab. Ich habe den Titel der Legung noch nicht gefunden, aber wow, weibliche Energien. Also ich glaube, wenn du ein Mann bist, kannst du neugierig zuhören, aber heute geht es um pure weibliche Energien in ganz vielen Facetten. Und ich bin schon sehr berührt und werde jetzt mal euch noch zeigen, wie die Karten des Überthemas aussehen und dann gehe ich an die Legung. Und ich freue mich über Feedback, über Kommentare, über Wertschätzung. Ich merke das, wie sehr mich das berührt, wenn ich euch berühren kann. Und das tut meiner Seele sehr gut. Es tut meinem Herzen sehr gut. Und es tut dem menschelnden Mensch Sabine sehr gut. Also, ich drehe jetzt mal das Handy um und zeige euch, was hier liegt. Ich habe gestern ein wenig meine Räumlichkeiten mit Weihnachten Deko verschönern wollen und dabei habe ich dann meine Deko umgerüstet und so wollte diese Pfauenfeder heute hier auf meinen Kartenlegtisch und es wollte die Venusmuschel als Rassel mit auf den Tisch. Das war die Basis. Und dann kam es, dass beim Mischen der Stern im Tarot herausfiel und ich schon, ja, schon gedacht habe, ja, es passiert was, es passiert was. Aber ich möchte erstmal, also, nee, hier. Also, Venus, die Liebesgöttin, wenn sie dich jetzt berührt, zieh dir alles rein, was du über die Venus findest. Oder lass einfach ihre Liebe durch dich strömen, denn sie ist in dir. Ja? Die Pfauenfeder, die Auge des Herzens für mich. Der Pfau selbst, wir Menschen haben ihn zum eitlen Pfau gemacht. Vielleicht, weil wir mit seiner Schönheit nicht umgehen konnten. Und zeig dich in deiner Pracht, strahle in deiner Schönheit. Es gab diese Woche eine Legung, ich glaube, das war sogar die letzte. Und da ging es auch darum, dass sich nochmal zeigt, dieses Gefühl, wenn du dich
richtig echt zeigst, auch mit deinen Gaben, die du hast, die ja ganz unterschiedlich sein können. Wenn du dich mit deinem Potenzial, mit deinem Wissen der anderen Art zeigst, es ist ganz egal, deine Gaben, wo du dich gescheut hast, die bisher zu leben, so hieß es in der letzten Legung, dass du Angst hast, nicht mehr geliebt zu werden, nicht mehr ja, Schönheit, die kommt ja auch von innen, ja, es ist ja nicht nur die äußere Schönheit. Vielleicht denkt man einfach nicht mehr, wenn man, ach genau, vielleicht, Entschuldigung, ich glaube, ich bin da jetzt voll reingelatscht. Okay, gut. Zeig dich in deiner ganzen Pracht und wenn jemand denkt, du bist eitel, dann lass ihn über dich denken, was du bist. Strahle mit deinen Gaben, egal welche die sind. Es gibt so viele Gaben und alles ist individuell. Strahle. Strahle. Das Strahlen macht dich schön. Und wenn dich Menschen bewerten, dann lass es nicht an dich rankommen. Genau. Und große Flosse ab. Darunter sind die Beine und dann gehen wir ganz geerdet unsere Träume und Visionen manifestieren. Das ist das, was die Karte mir sagt. Aber es ist natürlich auch die Sternekarte und sie bedeutet, dass man wirklich gibt, man verschenkt sich und weiß, es wird immer für einen gesorgt werden. Und es ist eine wunderschöne weibliche Energie. Sich in Liebe einhüllen, sich in Liebe verschenken, die Gaben verschenken, wissen, es kommt immer zurück. Und dieses Vertrauen darf sich jetzt auch in dir breit machen. Also, wir haben die Facette der Liebesgöttin, wir haben die weibliche Facette der Manifestation von Träumen, Visionen, aber auch das tiefe weibliche Vertrauen, das Geben und Empfangen eine Balance findet. Und du darfst in deiner Schönheit strahlen. Und dann hatte ich mir heute wirklich eine Tasse auf den Tisch gestellt und habe gedacht, also ich werde heute nicht immer aufstehen, auf Pause drücken, um meinen Tee zu trinken. Ich stelle jetzt einfach die Tasse dahin und dann habe ich die umgedreht und musste lachen. Die Tigerin, das ist die weibliche Power, das ist die Leidenschaft. Hat auch ganz, ja, das stand noch nicht da, gell? Intimität, Sexualität, du hast den Tiger im Tank. Ja, das ist auch ein weiblicher Aspekt, der jetzt
in deinem Leben genährt und gelebt werden möchte. Und das ist doppelt bestätigt, weil die Leidenschaft dann aus meinem Wortkreationskartendeck herausgefallen ist. Dann kam die uns wohlbekannte Reiterin, die auf ihrem Regenbogen reitet, mit der Nachricht in der Hand. Also das kann sein, dass immer noch eine Nachricht unterwegs ist von dir zu jemanden oder umgekehrt. Aber wir hatten es ja oft diese Woche, am Ende des Regenbogens findest du einen Schatz, und der trägt deinen Namen. Jetzt ist die Frage, bist du noch auf dem Weg, deinen inneren Schatz zu finden, oder bist du schon auf dem Weg, den äußeren Schatz zu finden, der auch seinen eigenen Namen gefunden hat? Und deswegen wollte die Lotusblüte hierher. Sie steht für mich immer für die Schönheit schlechthin, das Weibliche, das aus der Lotusblüte heraus wächst. Ups, sie wackelt noch, sie wächst noch nicht. Das Rosa, der sanfte weibliche Aspekt, der verspielte weibliche Aspekt. Also, die Reiterin hatten wir mehrfach in den Legungen diese Woche. Es geht also wirklich um ganz viele weibliche Aspekte, die jetzt noch gestärkt werden möchten oder geweckt werden möchten oder jetzt, weil sie schon gestärkt sind, gelebt werden möchten. Das ist die Frage, die du dir nur selbst beantworten kannst. Guck mal, jetzt habe ich schon 8 Minuten mit der Überschrift. Verrate ich euch schon, was da oben steht? Nein, verrate ich euch noch nicht. Das ist das Ende dann, weil ich habe da oben noch was stehen. Gott, da oben. Bup, bup, bup. Okay, weibliche Aspekte. Und jetzt gucke ich mal, was die Karten sagen wollen. Wir schauen jetzt einfach mal. Das ist schon ganz viel Information und du hast dich bestimmt schon gefunden, wo du mit deinen weiblichen Aspekten stehst. Und jetzt schauen wir mal, ob wir Hilfestellung bekommen. Ja. Ich habe euch gesagt, das ist das Auge des Herzens und hier ist die Herzchakra-Karte gefallen. Also, ja, ich glaube, ich zeige euch die Übung. Dein Herzchakra öffnet sich, will sich öffnen, braucht Unterstützung. Jetzt müsste ich dann wieder. Okay, macht mal eure Hände so. Ja, genau. So macht ihr jetzt eure Hände. Und genau so legt ihr sie auf den Brustkorb, aufs Sternum, aufs Herzchakra. Ich zeige es nochmal, sodass das dann auf dem Brustkorb, auf dem Sternum liegt. Jetzt fühlt mal eure Handfläche auf dem Sternum. Atmet mal schön ein und aus. Fühlt, ob eure Hände Wärme oder Kühle ausstrahlt. Atmet euch mal so ganz ins Hier und Jetzt und fühlt die Schwere, die euch nach unten zieht, also die Schwerkraft von Mutter Erde. Und dann schickt ihr einen Rosa in euer Herz rein. Und dann macht ihr ganz langsam, tippt ihr euch abwechselnd. Da werden die Gehirnhälften schön ausgeglichen. Das macht ihr gerade ein bisschen. Und für euch selbst könnt ihr das dann auch länger machen. Wenn ihr das langsam macht, beruhigt das. Und ihr reguliert die Gehirnhälften.
Ihr reguliert damit auch das Nervensystem. Und dann könnt ihr das für euch gerne mal länger üben. Und ansonsten lasst mal das Rosa jetzt durch euer Herz strömen. Wenn dir Grün lieber ist, kannst du auch Grün nehmen. Und dann lässt du mal deinen ganzen Körper von der Farbe durchfluten. Das kannst du machen, während ich jetzt einfach mal mische und schaue, welche Karten sich noch zeigen möchten. Lass einfach deinen Körper mit dem Rosa oder mit dem Grün durchfluten. Und das kannst du gern mal jeden Tag probieren. Natürlich nicht nur jetzt eine halbe Minute, Minute, sondern für dich etwas länger, bis du dich warm fühlst von diesem. Es sind so viele umgefallen. Und auch dieses Wippen mit den Händen, das ist eine ganz tolle Sache, wenn du aufgeregt bist. Moment. Du hast Sorgen. Genau, da hilft die Übung. Lass deine Sorgen los und bring deine Energie auf eine höhere Schwingungsebene. Die Übung macht's wirklich. Also ihr legt, Moment, jetzt muss ich selbst gucken. Ich lege es jetzt selbst mal auf meinen Brustkorb. Merkt euch, das ist einfach so ein Dreieck. Und dann schiebt ihr es ein bisschen wie Flügelchen hoch. Und dann immer ganz langsam wippen. Wenn du Sorgen hast, ganz langsam wippen. Und am Ende kannst du Rosa oder Grün in dein Herz schicken. Und damit hast du dich ins Hier und Jetzt gebracht und kannst, wenn wir auf einer höheren Schwingungsebene sind, belasten uns die Sorgen weniger und wir sind in diesem Moment offen für Lösungen. Oder offen dafür, dass wir wissen, wenn wir fragen können, der uns helfen kann. Also dieses ins Hier und Jetzt kommen hilft uns immer, uns nicht überfluten zu lassen von dem, was uns gerade überfluten möchte. Okay, das behindert also derzeit daran, dass du dich in deiner Weiblichkeit lebst, in deiner Sanftheit, in der Liebe, die du bist, in deiner Leidenschaft, in der Manifestation deiner Träume. Und in dem Anerkennen, dass du schön bist, wie du bist. Was macht dir Sorgen? Das weißt du sicherlich selbst am besten, was dir Sorgen macht. Daher hilf dir selbst, indem du dich regulierst, zum Beispiel mit dieser Übung oder mit anderen Übungen, die du kennst. Und damit auch deinem Herzchakra gut tust. Und ich gehe auch gar nicht weiter auf die Sorgen ein, weil jeder hat so seine eigenen Sorgen. Aber wenn du dir selbst hilfst, ganz eigenverantwortlich, ganz in der Selbstermächtigung, indem du Übungen für dich machst, die dir lösungsorientiert helfen und auch im Netz, es gibt ganz tolle traumasensible Coaches, die Verena König, bei der ich die Ausbildung mache, die Dummy Scharf heißt sie, glaube ich. Und Verena hat auch wirklich Nervenregulierungsübungen. Es ist ganz wichtig, in die Ruhe zu kommen. Und dann kann sich das auch weiterentwickeln. Genau. Die Pinguine sind rausgefallen. Lass dich nicht ablenken und konzentriere dich auf deinen Weg. Gut, es könnte natürlich jetzt auch sein, dass du denkst, ich mag keine Übungen machen, das ist nicht meine Welt, ich hocke mich lieber vor den Fernseher und schaue mir eine Netflix-Serie an. Das ist natürlich, kenne ich sehr gut, aber wisst ihr, was ich mittlerweile mache? Ich erlaube mir natürlich auch mal bagatelle Dinge wie Netflix-Serien. Aber ich mache trotzdem meine Übungen. Ich kümmere mich um mein Herzchakra oder wenn der Solarplexus sich meldet. Und da finde ich einfach zusätzlich Zeit dafür.
Weil unser Nervensystem freut sich, wenn wir da was tun. Und es ist doch so, wäre es nicht schön, wenn dieser Ritt auf dem Regenbogen weitergehen würde? Und er geht nur weiter, wenn du ihn auch weitergehen möchtest. Und wenn du ihn weitergehen möchtest, dann wirst du auch etwas für dich tun. Oder nicht? Okay, schauen wir mal weiter. Ach, ich liebe sie. Sie ist schon wieder da. Also sie will jetzt wirklich, dass du die Leidenschaft, ob das jetzt der Drache ist oder ob das die Leidenschaft des Tigers ist, setz deine Kräfte ein. Setz sie ein, um deine Visionen und Träume und Wünsche zu manifestieren. Sie ist nackt. Sie ist echt. Sie ist wunderschön. Sie holt ihre Träume auf die Erde. Sie hat Füße. Das ist die Nixe mit den Beinen, die sich erdet, um ihre Träume zu manifestieren. Erinnert euch bitte an die Legung, die vor 2 Tagen. Sesam, öffne dich. Genau. Da war am Ende das Schiff, das Haus und der Baum in einer Reihe gelegen. Und das war mehrfach zu deuten und das wurde mir erst am nächsten Morgen klar, als ich aufwachte. Ja, so passiert das. Ich wache auf und kriege Antworten für ein anderes Kartenbild. Falls du das noch nicht gesehen hast, Sesam, öffne dich, heißt das. Dieses Schiff, das ist die Verwurzelung mit der geistigen Welt, mit Vater Himmel. Der Baum, der rechts lag, ist die Verwurzelung mit Mutter Erde. Und in der Mitte des Hauses die Persönlichkeit. Das bist du. Verwurzelt mit Vater im Himmel, verwurzelt mit Mutter und Mutter Erde. Und genau auf diese Weise können Träume und Visionen manifestiert werden. Und das ist die zweite Deutung, die ist das Schiff von einem Lenormand-Kartendeck. Das flog in der Luft, genau, deswegen die Wurzeln nach oben. Und der Baum ist Erde, das heißt die Träume mit dem Schiff und die Wünsche mit dem Schiff und die Visionen, die da im Schiff oben im Himmel schweben, gehen durch dich zum Baum und werden manifestiert in deinem Leben. Und die dritte Liebesalltagsvariante ist, dass jemand schief von Haus zu Besuch kommt und in der Zukunft das Haus mit dem Baum genau wohnen fürs Leben. Also etwas, was für einen langen Zeitraum kommen wird. Drei Varianten in drei Karten, drei Ebenen und alle richtig. Aber es bedeutet wirklich, deine Wünsche und Träume zu greifen und mit dem Feuer deiner Leidenschaft, mit der Kraft deines Wurzelchakras, mit dem Drachen oder dem Tiger oder was auch immer für dich die Symbolik hier ist, alles zu manifestieren. Es geht nur, ich glaube, das ist nicht viel. Ich glaube, diese Sorgen betreffen wahrscheinlich am ehesten das, was auch in der Legung Sesam, öffne dich war. Werde ich noch geliebt, wenn ich mein Herz vollständig öffne und alle meine weiblichen Aspekte lebe? Und dann frag dich mal, wie würde es dir gehen, wenn du das tust? Wie fühlt es sich an? Wir machen das mal. Du bist ja jetzt ganz rosa oder grün durchflutet, falls du das mitgemacht hast. Und jetzt
Schließ mal die Augen und stell dir vor, was dein größter Wunsch oder dein ach, was habe ich denn heute? Sprachschwierigkeiten. Stell dir eine Vision vor, einen Traum vor, einen Wunsch vor, der dir ganz wichtig ist. Und jetzt holst du den runter. Du bist die Nixe, die nach den Sternen greift. Und jetzt hast du den Wunsch in deinem Herzen. Wie fühlt sich das an? Was macht es mit deinem Körper? Was macht es mit deinem Herzen? Also mein Herz macht gerade Juhu und es drückt sich bei mir aus der Kehle und aus dem Mund raus. Und ich lächle und ich strahle und ich entspanne und mein Körper wird sanft und weich und mein Unterleib wird warm. Und ich möchte dich wirklich, ich habe die Augen zugehabt, entschuldigt, fühl da mal rein, wie fühlt sich das an? Welche Gefühle kommen? Welche Gedanken? Welche Bilder? Und was sagt dein Körper zu dir? Wenn du jetzt dich das nicht traust zu fühlen und sofort so Sorgen hochkommen, mach nochmal die Übung von vorhin mit diesen Handflügeln. Beruhige dein Herz. Es ist im Werden. Du bist schon auf deinem Regenbogen. Du bist schon, du weißt schon, wie es ist. Dein Herz weiß das schon. Vielleicht hast du aber auch gespürt, wie wundervoll es sich anfühlt. Und jetzt wird aus der Nixe die Drachenfrau, die bereit ist, sich ganz und gar authentisch zu leben, sich zu zeigen und ihre Wünsche und Träume und Visionen leidenschaftlich mit dem Tiger im Tank zu manifestieren. Und damit bist du dann auch auf deinem Weg. Also, es gilt nur, dich um dein Herzchakra zu kümmern, deine Sorgen zu kümmern. Die kommen ja nicht umsonst hoch und dir die Chance zu geben, deinen Weg auf dem Regenbogen weiterzugehen, deine Sanftheit zu leben, Juwel der Lotus und alte Erfahrungen überschreiben zu können. Es muss nicht sein, wie es immer war, weil du bist nicht mehr die, die du vorher warst. Ich schau mal, was jetzt die Kipperkarten noch für den Alltag sagen, weil Prozess ist hier. Muss meine Brille wieder aufsetzen. Ein Geschenk. Die Blumen stehen für ein Geschenk. Sie stehen aber auch für eine Einladung, also das könnte auch eine Einladung sein. Es könnte sein, dass du auf ein Fest gehst oder wie ich heute tanzen. Es könnte aber auch sein, du gönnst dir jetzt die Ruhe, die du brauchst. Du schenkst dir selbst die Ruhe, die du brauchst, um dich um dein Herzchakra und um die sich zeigenden Sorgen zu kümmern. Und es kann auch heißen, sei wie eine Blume, ja, sei wie eine Lotus, eine Seerose, eine Lotusblüte. Sei ganz sanft und öffne dein Herz. Wir schauen mal, ob es noch eine Kipperkarte gibt. Oh, sie fliegt davon. Ach, nicht Kipper, Lenormand, Entschuldigung. Und da haben wir noch mal das Haus, von dem habe ich euch gerade erzählt. Okay, das Haus steht einmal fürs Wohnen. Moment, jetzt habe ich das so doof hingelegt. Das steht einmal fürs Wohnen. Aber ich als Traumdeuterin gehe das auch immer symbolisch an. Das Haus steht auch für deine Persönlichkeit. Und es kann sein, dass das Haus in Verbindung mit den Blumen von Glücksmomenten spricht, von einem netten Besuch spricht oder dass du ja mit
Seelenfamilie, Familie oder Freunde oder netten Menschen eine schöne Zeit erlebst, also Glücksmomente. Nein, fällt nichts mehr raus. Deswegen gehen wir doch noch zu den Kipperkarten. Ja, vielleicht passiert es jetzt am Wochenende. Das wäre doch schön, oder? Einfach mal schöne Momente genießen. Oder vielleicht kommt eine Einladung am Wochenende rein. Oder jemand fragt dich, ob du da und dahin mitgehst. Auf jeden Fall schöne Momente. Und die sind unabhängig von deinen Prozessen, die mit Herz, mit deinem Herzchakra zu tun haben. Die Kipper sprechen vom Liebesglück. Da habe ich ja schon mal gesagt, das kann man unterschiedlich, oder ich deute es unterschiedlich, für all jene, die sich auf ein Liebeswir einlassen, ist am Ende, schaut mal, also ich habe die Karte schon so oft gesehen, aber es ist mir jetzt erst bewusst geworden. Die 15 im Tarot ist der Teufel. Das sieht man, den Teufel, der die Ketten angelegt hat an Mann und Frau, die eigentlich die Ketten lösen können, weil es ist nur eine Scheingebundenheit. Das heißt, diese Karte der Abhängigkeit. Und hier ist die 15 ein Liebesglück. Und guck mal, die haben sich, gehen wir mal von der Geschichte des Tarotteufels aus, von den co-abhängigen oder abhängigen Lebensweisen. Hier eine Statue, da eine Statue, Frau, Mann. Nö? Und die waren dann so versteinert. Und es kann also sein, dass du in einen Menschen dein Herz geschenkt hast, der auf Distanz war oder du warst auf Distanz. Das heißt, jeder war versteinert auf seiner Statue. Es war ein Distanzthema da. Aber es war nur scheinbares Erstarrtsein. Jeder ist durch seine Prozesse gegangen, du und dein Gegenüber. Und dann, nachdem die Prozesse durch waren oder durch sein werden, habe ich mich jetzt versprochen. Das heißt, manche von euch sind schon durch, andere demnächst, haben diese Statuen lebendig werden lassen. Ja, jeder ist in seinem Leben durch seine Themen durchgegangen. Und als der richtige Zeitpunkt gekommen war, konnten sie lebendig werden und somit kann das jetzt in Bewegung kommen. Was ja auch die Sesam-Öffne-Dich-Legung auch mitgeteilt hat. In der Sesam-Öffne-Dich-Legung war der Herrscher auf dem Weg. Er ist in seine Verantwortung gegangen für sich selbst und für sein Leben und war auf dem Weg zu dir. Und das passt auch, weil sie sitzen auf ihrer Statue. Er kommt zu ihr. Sie lässt ihn zu sich. Wenn du keine Liebeswünsche hast, bedeutet dieses Liebesglück einfach Glück mit Herzensmenschen, mit einer Seelenfamilie, mit der Familie, mit einem guten Freund, mit einer guten Freundin. Dann lass das mal bleiben. Dann wird einfach nur vielleicht bei dem netten Besuch ganz viel Herzensliebe gelebt werden. Ja, jetzt lasst mich mal überlegen. Ja, ich höre ja immer mit den Lenormand, mit den Kipperkarten auf für die alltägliche Information. Und da ruft mich jetzt gar nicht mehr. Und deswegen zeige ich euch jetzt, was am Anfang der Legung noch entstanden ist. Ich habe also gemerkt, es geht ums Frausein, es geht um Aspekte, die jetzt ins Leben gerufen werden wollen, die gelebt werden wollen, dass es der eine oder andere von euch sich noch Sorgen macht, was passiert, wenn ich wirklich meinen Regenbogen weitergehe, wenn ich in die Sanftheit gehe, werde ich dann mehr verletzt werden? Nein, wirst du nicht, weil du die Dinge immer weniger persönlich nimmst. Werde ich noch gesehen werden, wenn ich strahle? Ja, mein Gott, dann sehen dich andere, die dein Strahlen lieben.
Du wirst deine Träume weiter manifestieren, weil du willst jetzt wirklich, dass es wahr wird und du willst auch Leidenschaft leben. Die Leidenschaft kann sich natürlich in dein Potenzial, kann in dein Potenzial gesteckt werden, aber die Leidenschaft kann auch in, du hast den Tiger im Tank gesteckt werden. Da ist dann nochmal der Tiger. Und für mich ist er auch wirklich von der Symbolik her, hat er auch mit Sexualität zu tun. Also wenn du Liebesglück leben möchtest, dann wird das leidenschaftlich sein und du wirst die Tigerin loslassen. Oder er wird den Tiger loslassen. Und genau. Das heißt, geh einfach deinen Weg weiter. Und wenn es da zwischendurch mal kleine Handicaps gibt, mach deine Übungen oder such dir eine Übung, die dir hilft. Greif nach den Sternen und bring sie auf den Boden. Wir sind alle Sternenwesen. Das klingt so schön, oder? Und jetzt wird es Zeit, unsere Wünsche zu manifestieren. Und das hier, das ist irgendwie, das sieht, das fühlt sich nah an. Aber wisst ihr, da fixiere ich mich nicht gern drauf, weil ich denke dann immer, oh ja, das wird jetzt ganz bald passieren und dann dauert es doch noch. Aber es ist ein schönes Ergebnis. Und dann gucken wir mal, ich zeige euch noch, was da oben war. Also, ich habe die weiblichen Energien gelegt und habe ja auch gesagt, es wird eher eine Frauenlegung. Und ich habe aber die grüne Lotus dazu geholt mit dem grünen Vogel, weil falls du es auf eine neue Partnerschaft in deinem Herzen abgesehen hast, sollte die Lotusblüte dazu einladen, zu zeigen, dass auch er seine Prozesse transformiert. Und das habe ich ja schön mit dieser Karte hier erklärt. Und er ist in der Herrscherenergie, und zwar ist es nicht schön. Ja, da hat ein Baumhaus und es ist jetzt ein König der Stäbe. Das heißt, es wird irdisch. Auch er will jetzt manifestieren. Bodenständiger Mann, König der Stäbe. So sieht es bei deinem Gegenüber aus. Gut, entschuldigt, wenn es heute ein bisschen chaotischer war, aber mein ganzer Tag ist schon chaotisch. Aber ich wollte unbedingt die Legung machen. Und jetzt wünsche ich euch gutes Sacken lassen und Sorgen loslassen, transformieren, Herzchakra kümmern. Ihr seid alle wunderbar. Jeder, jeder auf seine Weise. Also strahlt. Bye bye. Peace and love. Sabine Carola.